Als der Statthalter merkte, dass seine Verteidigung umgangen worden war, wurde er unruhig. Er war kein Freund der Schöpfer und ihrer Chimären, aber an diesem Tag ließ Darius zum ersten Mal die Höllenorgeln spielen. Oh oh, Höllenorgeln. Den Assassinen mag ich sehr. Die ist auch ziemlich krass und dann gibt es noch einen Speerkämpfer dazu. So, fertig, Rainer. Das sind ein bisschen wenig Truppen, ne? Ugh. Wieder so eine verkackte Sandhexe. Und die stehen alle brav in ihren Kreisen, aber in der Zeit bin ich niemals hinten an der Orgel, um die zu beherrschen. Ist ja mal... Sieht ja geil aus, die Map, ne? Aber ein offenes Feld ist auch... Ist mal was Neues. Da ist die Obertruller. Okay. Ja, diese Riesen, die riesen Stinkeviecher, die sind auch mal echt kacke. So, ich stelle jetzt hier einfach mal alle in der Reihe auf und dann entscheide ich mich, so viel zu deiner, was ich mit ihnen tue. Vorwärts. Ja, vorwärts, genau. Genau das werde ich tun. Ah, kommt mal alle ran hier auf ein paar Meter. Ich würde es ja echt gern versuchen, mal diese Orgel zu bespielen da. Ich weiß nicht, wie ich da schnell hinkommen kann. Überleg gerade, ob ich diesen Blitzgeschwind-Zauber genommen habe. Ich glaube nämlich nicht. Blitzgeschwind? Wie heißt denn das? Ja, diesen Zauber halt zum schnell laufen. Zauberstärkung, Zauberschutz. Zauberschild? Stärkung hat sie nicht. Schwächung? Hat sie was. Blitz dich find heißt das. Nicht blitz dich geschwind. Schön. Hm. Hätte man mal, muss man mal, kann man mal. Egal. So, dann laufe ich mit ihr soweit die Füße tragen und ich noch zaubern kann. Und dann werden diese Drecksdinger hier schon mal angegriffen. Und mit 39 Schaden ist das schon ordentlich. Das hat über die Hälfte der Punkte gekostet. Das gefällt mir. Was ist das denn für ein Kind? Kampfmagier. Das ist doch nicht meiner, oder? Ich habe Kindersoldaten. Machen wir mal etwas weiter gegen den da. Die Sandhexe habe ich ja schon wieder vergessen. Die blöde Mistkuh. Ich kann ja Sandhexen nicht leiden, ne? Diese dreckigen Kackviecher. Mach dich fort. Jo, Alter, cool. Ich sehe sogar die Lebenspunkte von der Sandhexe. Und da gibt es den Schwächungszauber. Tschüss, Ausdauer. Nee, bleibt man noch in Kreisen da stehen, Kollegen. Schade. Denn, vielleicht flitze ich mal mit dem Assassinen wirklich nach vorne. Obwohl der eigentlich ein echt krasser Kämpfer ist. Weißt was? Egal. Ich mach das. Ich flitze mit dem Assassinen mal zu Orgel. Und orgel ein bisschen, in der Hoffnung, dass dann noch irgendwelche Viecher in den Kreisen stehen. Unterdessen kann man mal irgendwie was gegen die Gegner unternehmen. Hm. Machen wir den erstmal kaputt. Niederwerfen, nö. Befreiungsschlag ist Quatsch. Wuchtschlag wollte ich. Oh, 12 Schadenspunkte, ist doch gut. Ja, der Zwerg ist total geduckt da unten. Kriegst du nicht kaputt. Ist quasi getarnt.
Ja, dann gehe ich mit ihm auch schon mal ein Stückchen vor und schieße weiter auf die Sandhexe ein, weil die geht mir volle Elle auf den Keks. Das sind 29, das sind 15. Wie viel hat sie denn noch, die Troller? 15. Probier es mal mit dem Donnerkeil. Exakt 15, hervorragend. Dusselige Kack-Sandhexe. So, den beschieße ich jetzt nicht. Denn der steht da gerade noch so schön in seinem Kreis rum. Aber dann kann ich unterdessen die da mal ein bisschen befeuern. Gucken, ob ich treffe. Ja. Wusch. Achso, die Kampfmagierin. Die kindliche Kampfmagierin ist gar nicht meine. Fabula. Ich glaube, das hat mehr seinen Leuten geschadet als meinen. Alle vergiftet, kann das sein? Ne, die leuchten alle so hässlich grün hier rum. Aber unten wird nichts angezeigt. Komisch. So, noch... na, ich glaube, das dauert zwei Runden. Hallo, Falle. Ich glaube, das dauert zwei Runden, bis ich da angekommen bin. Egal, ich werde es trotzdem einfach mal ausprobiert haben, dass ich es endlich mal schaffe. Der da... Das war der Wuchtschlag, der hat ordentlich Wumms. Wieder 12, dann ist der gleich durch. Darf ich jetzt meinen Zwerg auch mal wieder verwenden? Nee. Das ist mein Pixa. Wer ist denn das? Egal, ich gehe jetzt hier hin und stopfe den. Muss hier ja auch mal was unternehmen. So, Ekelmonster, Fliege-Dingsi, widerliches Kackding. Welcher ist es denn? Ah, der ist noch halb. Okay, dann kriegt er nochmal einen großen. Wie viel macht er? 24, so. Ich krieg aber nicht zwei auf einmal. Nee, schade. Das war's dann mit dem da. Irgendwie macht das auch noch mehr Schaden als eigentlich angegeben. Was ja auch nicht unangenehm ist. Jedenfalls nicht für mich. Oh, der Zwerg darf jetzt auch mal mitmachen. Das ist ja schön. 17? Ui. Da hätte ich ja mal... Da nehme ich gleich mal den Hammer-Dingstar-Bumster. Ich glaube, der rockt dann ziemlich. Wie viel hat er denn noch? 26. Ach komm. Dann ist er weg. Oh. Nur fast. Wieso hat der da Schmerzen? Ach, der ist vergiftet. Haha. Hihi. Das habe ich ja gut gemacht. Auf zur Höllenorgel. So wehe, das Kackviech haut jetzt ab da aus dem Kreis. Bedienen kann ich es noch nicht in der Runde. Schade. Schön da stehen bleiben, Kollege. Dam, dam. Der hat 26. Der hat 9. Dann nochmal auf Nummer sicher gehen und den Wuchtschlag benutzen. Damit er auf jeden Fall über 9 hat. Der ist auf 4 runter und der da ist auf 5 runter. Das sind ja alles keine Gegner für den Zwerg. Sowas gebe ich richtig ab. Ich probiere mal hier den... Achso, das ist ja gar nicht der Zwerg. Nee, der kann ein bisschen rumstupfen. Ist der tot. Und Cassia läuft... Wann läuft die denn mal? Die läuft mal vor, die kann ein paar Pfeile einsammeln, die hat ja genug Lebenspunkte. Ja. Da geht die Ausdauer dahin, das macht aber nichts.
Schön da stehen bleiben. So ist brav. Jetzt aber. Jetzt kann der Zwerg hier mal so richtig losrocken. Hammerschlag. Mal gucken, wie viel das gibt. 25. Fein. Das ist doch ganz nett. So, das ist Zurbaran. Zurbaran hat noch endlos viel Magiepunkte. Das heißt, er kann hier mal ein bisschen auf die doofen Bogenschützen feuern. Assassine, der ist bei 27. Okay. Also nichts Tragisches. Unterdessen kann man hier mal so ein bisschen Feuerbälle verteilen. Ich glaube, hiermit kriege ich beide, ja. Oh, schön. Höllenorgel. Jetzt habe ich Hüllen georgelt und nichts passiert. Ist ja eigenartig. Aber schön, wie der da im Feuer knien bleibt. Der hat sich gleich erledigt. Gegen den muss ich erstmal nichts mehr unternehmen. Der Kurier läuft auch ganz brav durch die Flammen und bleibt drin stehen. Ich will aber auf Nummer sicher gehen und den wegmachen. Die Frage. Ja, 4 Lebenspunkte hat er noch. Das heißt, den kriege ich gleich. Der ist eine Falle gelatscht und kriegt Schaden davon. Ich lache mich kaputt. Okay. Aber er richtet sich scheinbar gegen die anderen. Ich darf ihn nur nicht steuern. Da dachte ich ja, dass ich das machen darf, aber ich sag mal nö. So, der hat 4 Lebenspunkte. Der müsste sich eigentlich gleich von alleine erledigen. Da mache ich erstmal nichts. Ich hätte natürlich auch ein bisschen Schaden verteilen können. Apropos Schaden verteilen, die doofe Kuh da hinten, die steht da echt viel zu tiefenentspannt rum. 14 habe ich nur noch. 10, 13. Ach, hier, komm. Ah doch, jetzt geht's. So, Kurier ist tot. Wie vereinbart. Und Madame kriegt dann mal den Todesstoß, hoffentlich. 28. Das mache ich noch ein, zwei Mal und dann ist die auch hinüber. Ne, genau, einmal mache ich das noch. Und vergiftet ist sie auch noch. Prima. Ratz. Hallo Falle. Noch eine Falle. So, Faramut hat sie alle gefunden. Wir können jetzt los. Cassia unterstützt. Cassia hat vor allen Dingen nur noch 7 Astralpunkte. Dann gibt es halt Donnerkeile. Wham. Oh. Ja, schade, dass ich den schon so reduziert habe. Ist das eklig. Schade, dass ich den schon so halbiert hatte mit seinen Lebenspunkten. Sonst hätte der jetzt wahrscheinlich für mich gekämpft. Aber hat er halt nicht. Egal. Ja, mehr Fallen. Alle meine. Ich will sie alle finden. Komm, da ist bestimmt auch eine. Nee. Zurbaran hat irgendwie endlos viele Lebenspunkte noch. Astralpunkte. Die Zornelemente wollte ich nicht, den hier wollte ich. Das wollte ich endlich mal ausprobieren hier. Großflächig. Ui, Alter. Ach, das hatte ich glaube ich schon mal, diesen Lärm, ne? Ich
erinnere mich. Hallo, lass mich mitmachen. Hallo, ich bin euer Soldat. Manu, arme Soldat darf nicht mitspielen. Muss ich mal gucken? Ach, das geht mit ihr nicht. Ich hoffe, dass ich hier Madame Magier irgendwie treffen kann. Mit einem Flammenstrahl, mit einem Feuerball, Flammenstrahl. Joa, treffe ich. Geschmeidig. Da braucht der Assassine nur sie nochmal anschubsen. Ach, die hat sich noch geheilt. Oh, verfluchte Dreckskuh. Olle Bitch. Pfuh. Gibt's halt nochmal die 28 Schadenspunkte, ist mir doch egal. Da hat die sich instant geheilt. Blöde Mistkuh. Stopf. So, Cassia ist ganz schön leer. Kann aber trotzdem ein bisschen was machen. So ist es ja nicht. Ach, Cassia hätte ich auch mal eben einen Astraltrank geben können. Egal. Dann eben nicht. Das ist Zurbi. Zurbi trifft auch von da. Der macht 15, der macht 29. Ja, dann mal eben Ignifazien. Und hielt sie sich wieder? Nö. Dann haben wir nur noch einen Gegner. Und wir haben noch Fallen gefunden. Schön. Dann klatschen wir hier mal den Overkill rein. Oh, schade, kein Overkill. Ey, meine Magierin ist tot. Wenn man in der Falle stehen bleibt, kriegt man scheinbar Schaden. Moment mal. Der hat doch Wurfdolche. Oh ja, er hat Wurfdolche. Na schön. Hat er einen Wurfdolch geschmissen. Hat er gut gemacht. So, jetzt aber. Aber Wurfdolche kann man des Öfteren mal werfen, scheinbar. Das ist gar nicht so schlecht. Boah, war das kacke. Elixier der Gesundheit, tralala, Hauptsache. Okay. Im Morgengrauen nach der Schlacht ging Faramut hinaus auf das Feld und las im Blut der Feinde. Woher kamen die Zeichen? Jeder sah sie, niemand konnte sie erklären. Aber der Manticore folgte ihnen und die Legion folgte dem Manticore. Aha. Okay, es gibt neues Zeug bei... wie heißt sie noch? Talia? Fresse. Das heißt, da muss man mal kurz eben durchklickern. Was ist das? Ein Speer. Ein hübscher Magierstab. Was hat sie denn gerade? Sie hat auch schon Magierstab. Aber der ist ein bisschen geiler. Schmiedehammer? Nö. Habe ich gerade geguckt. Defensiv geht hoch, der Rest geht runter. Humbug brauchen wir nicht. Auch langweilig. Kriegsfeile, Kriegsbolzen, Zeug, 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 Gerümpel, Krams. Nö. Bosparanische Eisenhandschuhe. Aus was besteht denn das? Bosparanische Eisenhelm? Was? Wie? Zwei Helme? Eisenhandschuhe und Eisensandalen?
Eisenhandschuhe, Eisenharnisch, Eisenhelm. Und hier die Sandalen. Mittel. Das wäre ja was für Takate. Ich meine, wie gesagt, eigentlich will ich ihn ja nackt rumlaufen lassen, aber das sieht ja sowas von Gladiator-mäßig aus. Damit kann man ihn ja mal rumflitzen lassen. Oder mit der Brigantina. Die Brigantina sieht allerdings nicht so geil aus auf dem Söldner. Oh, schicke Gürtel. Prima, die werden gekauft. Moment. Muss mal eben hier den Herrn Takate aufrufen. Gibt es irgendwie auch ordentlichen irgendwas? Irgendwas Bonus auf Hauen oder so? Lebensenergie plus 5 nur. Und was macht das da? 15 und 35, aber es sieht einfach nicht schick genug aus. Ausdauer plus 5, Lebensenergie plus 5. Das sieht so geschmeidig aus, das will ich haben. Gib das. Die alten Sandalen noch dazu. Dann mal gucken, was ich noch da habe, was ich verscherbeln kann. Der kann auf jeden Fall weg, der kann weg. Erfahrtbart. Ein Speer. Macht ein weniger Schaden bei Takate, aber... Offensive höher, Defensive höher. Weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist. Und kritischer Treffer plus 10%. Also den werde ich nehmen. Die dunkle Kapuze kann mal weg. Scheiß auf die Klinge. Brustpanzer aus leichter Platte. Leichte Platten. Leichte Platte schwer. Das ist gut. Ja. Ja, das gibt ordentlich Bonus. Aber das sieht einfach nicht schick genug aus. Es geht hier ums Aussehen. Es geht hier nicht um Effektivität. Es geht hier rein darum, auf dem Schlachtfeld gut auszusehen. Nee. Die da. So, jetzt sieht der Gladiator doch aus wie ein Gladiator. Und er hat auch alles an, was man anhaben muss dafür. Okay. Dann kriegt er noch einen Effortbart in der Hand gedrückt. Alter, super. Voll geil. Inventar wieder aus und dann wird das Gerümpelzeugs erstmal verkauft hier. Weg damit. Damit ich mir auch alle Gürtel leisten kann. Jetzt muss ich mal gucken, auf wie viele Gürtel ich überhaupt brauche. Brauche ich wirklich 3? Boah, was heißt brauchen? Ich meine, ich benutze sie ja eh nie. Das ist auch mehr haben als brauchen. Aha. Moment. Cassia, die hat hier irgendwie noch so ein Gerümpel an. Hose, Robe. Nee. Nee, nützt nix. Bisschen mehr Magieresistenz. Klick. Oh. Aber die Boni sind natürlich geil. Die Kapuze des gelben Königs hat sie ja nie bekommen. Wahrscheinlich, weil ich es vergessen habe. Das heißt, diese Boni kriegt sie gar nicht momentan. Das ist ja Knete. Da habe ich ja nie drauf geachtet. Und mit dem Set kriegt sie das. Ne? Ist besser als das, was sie jetzt hat, nämlich nix. Kapuze und Robe und Schuhe-Robe. Also Hose habe ich hier. Schuhe, Hose, Robe, Handschuhe. Kapuze fehlt, glaube ich. Ne, die ist auch da. Eigentlich alles da. Ja, dann kleiden wir hier Madame mal neu ein. Robe, Robe. Fupp.
Robe, Robe. Aber wenn es scheiße ist, dann sehe ich ja gleich. Dann packe ich sie wieder aus. Habe ich jetzt alle Sachen? Mal gucken. Hose, Schuhe. Die alte Klamotte gefiel mir vom Aussehen natürlich besser. Ach, sag bloß, ich habe die Handschuhe nicht. Aber es gab welche, glaube ich. Handschuhrobe, da. Zack. Kapuze, was ist denn hier jetzt los? Oh, sie hat ihre Maske nicht mehr auf, wenn sie die Kapuze auf hat. Das finde ich ja witzig. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut, schlecht war. Ich muss mal gucken. So, aber ich wollte hier diese geilomatigen Jägergürtel haben. Und den kriegt sie auch einmal. Zack. Und der Zwerg. Nee, nicht gewöhnlicher Gürtel, Jägergürtel. So. Cassias Maske. Aha, aha, aha. Ja, das ist ja Krempel. Das braucht sie alles nicht. Und Lebenspunkte regenerieren ist ja Quatsch. Die trifft ja eh keiner. So, was kann man denn dem Zwerg... Oh. 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 Das ist ja geil. 20 Punkte mehr als 3 Energie rockt. So, egal. Zwerg, was braucht der mal? Der kann mal... Oh. 20 Punkte mehr Lebenspunkte ist natürlich geil für den ganzen Kampf. Und dann möchte ich ganz gerne auch nochmal wieder die Waffen vergiften. Das hat sich irgendwie bezahlt gemacht. Welche nehme ich? Nö. Der Krempel. Hatte ich nicht irgendwie stärkeres Gift irgendwo rumstehen? Egal. Fup. Wie kann ich benutzt werden? Drachenspeichel? Wieso geht denn das auf einmal nicht mehr? Ziehe das Gift in den Gürtel eines... Du kannst dein Gift auch außerhalb eines Kampfes benutzen. Zieh es auf einen Helden, um die Hauptwaffe seines aktiven Waffensets zu präparieren. Mach doch. Aha, man muss es jetzt auf das Waffenset schieben. Das ist neu. Gab es ein Update? Scheinbar. Ganz offensichtlich gab es ein Update. Okay, nehme ich gerne. So, das reicht jetzt aber. Nee, haha, stimmt gar nicht. Fresse. Bevor ich das nämlich vergesse, muss ich hier mal Monsieur an Rüstung gewöhnen, sonst nützt mir das nämlich überhaupt nichts. Damit es die Mali nämlich nicht mehr gibt. So. Jetzt kann er auch Rüstung tragen. Und den Rest kann ich in der nächsten Folge erhöhen, oder? Ach, weißt du was, das mache ich auch eben noch schnell. Cassia sollte auch den Donnerkeil, glaube ich, erhöht kriegen. Was ist das? Die hat ja Blitzgeschwindigkeit. Scheiße. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Oh, Mann, ey. Hat sie ja. So, was wollte ich denn jetzt erhöhen? Ich nehme mal den da mit dazu. Man weiß nie, wann man das mal braucht. Okay. Zobi. Und Donnerkai hat er schon hoch. Zorn Elemente kann man jetzt mal die nächste höchste Stufe nehmen. Dann ist der auch fertig erhöht. Zack. Und Naurim. Naurim habe ich ja irgendwie nichts Sinniges. Mit dem könnte ich die Tierkunde auf Stufe 4 packen. Kampfgespür.
Ja, kann man machen, muss man nicht. Okay, das hier wäre ein Gag wert für ihn. Waffenmeister Nahkampf. Ah, Moment. Das kann er jetzt. Dann wird er jetzt Waffenmeister, ist ja ganz klar. Hua. Jo, da bin ich mir sicher. Das finde ich gut. Dann mache ich hier halt den Rest in Tierkunde oder so. Nee, Körperbeherrschung, das war doch auch Resistenzen. Zack. So. Das soll reichen. Speichern. Zauberern? Habe ich erhöht. Okay, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da geht es übrigens dann nach Dujar. Dann ohne Helden. Denn die schaffen es nicht, so schnell nachzukommen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.